Mein Name ist Janina Sombetski und ich bin Postdoc an der Universität Kiel am Lehrstuhl für praktische Philosophie, bin also Philosophin und habe promoviert im Bereich der Verantwortungsforschung und arbeite aber jetzt an der Schnittstelle von philosophischer Anthropologie und Technikphilosophie und beschäftige mich da explizit mit dem Mensch-Maschine-Verhältnis. Der Mensch wird immer die Oberhand behalten, so würde ich das sagen. Aber es kommt natürlich darauf an, wie reflektiert der Mensch mit den Technologien, die er entwirft und entwickelt, umgeht und in welchen Bereichen er den artifiziellen Systemen eine wie große Autonomie und Entscheidungsfreiheit erlaubt. Ein Bereich, mit dem ich mich näher befasse, ist die Service-Robotik und Altenpflege. Ich glaube, da ist man natürlich sehr großen Risiken ausgesetzt, wenn es um die moralische Lernfähigkeit von artifiziellen Systemen geht. Wollen wir überhaupt, dass Maschinen in diesem Nahbereich des Menschen zu Entscheidungen in der Lage sind, wo sich selbst Menschen schwer tun? Und gleichzeitig die Chancen, dass wir in einer alternden Gesellschaft, in der wir eben nicht mehr auf Dauer wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit haben, mit Menschen die Pflegeeinrichtungen auszustatten, wie wir das jetzt haben, da die Chance haben, zumindest in mancherlei Hinsicht, das durch artifizielle Systeme zu ergänzen, zumindest Pflege durch artifizielle Systeme zu ergänzen und auch in Bezug auf die Alterseinsamkeit da in gewisser Weise Beziehungen zuzulassen, die Menschen mit Maschinen führen können, in einem rudimentären Sinne. Die wichtigste Take-Home-Message, das ist gerade auch die These meines sich im Stehen befindenden Habilitationsprojektes, und zwar, dass die Beziehung von Mensch und Maschine nicht fundamental anders ist als die Beziehung von Mensch und Tier. Das heißt, wir stoßen auf dieselben Probleme in der Mensch-Maschine-Beziehung wie in der Mensch-Tier-Beziehung. Wir haben dieselben Schwierigkeiten, dieselben Chancen, dieselben Risiken, mit einer etwas anderen Verlagerung von oder Gewichtung von Themen, die interessant sind, beispielsweise Empathie, Mitgefühl, aber auch kognitive Fähigkeiten, Autonomie etc. Aber letztlich sind es dieselben Probleme, die wir eben auch schon haben, wenn wir uns mit Tieren befassen. Mein Name ist Enno Park und ich bin der Vorsitzende und einer der Gründer des Cyborgs e.V. in Deutschland, der sich mit dem Zusammenwachsen von Mensch und Technologie oder vereinfacht gesagt Mensch und Maschine beschäftigt, und zwar aus Sicht von Betroffenen. Ich bin ein Cyborg, denn in meinen Schädel wurde ein Cochlea-Implantat implantiert, das mir ermöglicht zu hören. Ohne wäre ich medizinisch gesehen fast vollständig gehörlos. Und das war auch der Startpunkt, wo ich anfing, mich damit auseinanderzusetzen, was Technik eigentlich mit uns macht. Und was eigentlich passiert, wenn man Technik in den Körper implantiert und welche gesellschaftlichen Folgen das haben wird. Auch ob wir das überhaupt nur aus medizinischen Gründen tun oder auch aus anderen Gründen. Und welche fantastischen Chancen sich auch daraus ergeben würden. Meine Perspektive auf die Risiken und Chancen ist, dass ich weder an eine Utopie noch an eine Dystopie glaube, sondern es wird einfach beides gleichzeitig passieren, genauso wie wir das heute auch schon auf der Welt haben, dass schlimme Dinge und schöne Dinge einfach gleichzeitig in verschiedenen Ländern oder an verschiedenen Punkten der Erde passieren. Und genauso werden viele der Dinge, die wir aus dystopischen Science-Fiction-Filmen kennen, wahr werden. Wir erleben es teilweise ja auch heute schon. Genauso werden aber die vielen großartigen Dinge, die wir da kennen, auch genauso wahr werden. Und auch das erleben wir schon heute. Meine zentrale Botschaft ist, unsere Gesellschaft ist zusammengewachsen mit Technologie, vollkommen untrennbar. Wir können sie nicht mehr abschalten, wir brauchen sie zum Überleben. Wir sind eine Symbiose eingegangen. Das heißt, man könnte sagen, wir sind eine Cyborg-Gesellschaft. Nur als Individuen sehen wir uns überhaupt noch nicht als Cyborgs. Und ich glaube, diesen Blickwinkel sollten wir ändern, um eine bessere Sicht auf viele Probleme zu bekommen oder überhaupt erst Probleme überhaupt wahrzunehmen. Mein Name ist Raoul Rojas, ich bin Professor für Informatik an der Freien Universität Berlin. Ich forsche seit Jahren im Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik, und das hat zum heutigen Thema natürlich eine große Verbindung. Ja, wir sind natürlich daran interessiert, dass Maschinen immer mehr können, dass sie Sprache verstehen können, dass sie Bücher digitalisieren können.
Wir sind daran interessiert, die Fähigkeiten von Menschen in die Maschinen zu transportieren. Allerdings, da ich unsere Programme verstehe und auch die Konkurrenz beobachte, ich denke, dass der 21. Jahrhundert immer noch den Menschen gehört. Und manchmal sind die Artikel, die ich in der Zeitung finde, sehr unreflektiert, wo es anscheinend so ist, dass diese Neuerungen schon um die Ecke stehen und schon der Computer dabei ist, die Menschen zu beherrschen. Ich glaube, gesunde Skepsis gegenüber diesen Entwicklungen, gegenüber ihre zukünftige Anwendbarkeit ist angebracht. Ja, mein Name ist Christian Schwägerl und ich bin Journalist und Buchautor, Buch geschrieben, das heißt Die analoge Revolution. Das beschäftigt sich damit, wie wir mit der Welt verbunden sind, wie wir uns mit der Welt verbinden und wer diese Verbindungen kontrolliert. Ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sehen, dass wir Menschen eigentlich mit Maschinen evolutionär groß geworden sind. Wenn man Maschinen und Werkzeuge als ein Kontinuum betrachtet, dann sind wir in so einer Art Koevolution mit Technologie. Wir sind evolutionär gesehen mit einem Koprodukt von Evolution. Insofern sind wir immer gemeinsam unterwegs gewesen, schon durch die ganze Menschheitsgeschichte, eigentlich vom Faustkeil an. Heute aber eskaliert natürlich dieses Verhältnis von Mensch und Maschine massiv, weil die Technologie so allumfassend geworden ist und auch so gegenwärtig in allen Aspekten des Lebens, dass völlig neue Herrschaftsfragen auftauchen. Wer steckt hinter der Technologie? Das interessiert mich besonders. Welche Herrschaftsfragen gehen einher, wenn wir neue Technologien in unser Leben lassen? Dass wir im Moment das Entstehen einer künstlichen Intelligenz erleben und wir alle haben daran teil. Jede Google-Anfrage und ähnliche Handlungen tragen dazu bei, dass diese künstliche Intelligenz immer schlauer, immer fähiger wird und auch künftig immer tiefer in unser Leben eindringen wird und vielleicht eben steuernd in unser Leben eintreten wird. Und welches Wesen, welche Natur diese entstehende, emergente künstliche Intelligenz hat, ist etwas, was wir aus unserem Alltag heraus entscheiden, aber vor allen Dingen auch durch politische Entscheidungen, die heute und in naher Zukunft fallen. Ja, mein Name ist Klaus Wiegeling. Ich komme von der ITAS in Karlsruhe, also im Institut für Technikfolgen, Abschätzung und Systemanalyse am KIT. Ich bin von Haus aus Philosoph, habe lange auch in einem technischen Projekt in Stuttgart gearbeitet und komme von der Technikphilosophie. Ich will die Sache also möglichst nüchtern betrachten und einfach auch in den Fokus nehmen, welche Probleme sich aus bestimmten Anwendungen ergeben, und zwar Probleme, die nicht nur technische Auswirkungen haben, sondern Auswirkungen auf das menschliche Selbstverständnis, mit entsprechenden Wirkungen auch auf die Gesellschaft. Es ist ja so, dass die Technik sich in einer Welt entwickelt, die sich ihrerseits permanent ändert. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil alle Szenarien gehen davon aus, dass künftige Techniken in einer Welt sozusagen angewendet werden, die so ähnlich ist wie die heutige. Aber das ist höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Und vor allen Dingen, wir können natürlich vieles berechnen, aber Ereignishaftigkeit bekommen wir schlicht und ergreifend nicht in den Griff. Und da liegt natürlich auch irgendwo der Hase im Pfeffer.